Die Waldmaus und der Paul. Die kleine Waldmaus ist heute so aufgeregt. Im Nachbarhaus zieht eine neue Familie ein. Ja, die kommen aus der Stadt. Die Waldmaus ist so neugierig. Vielleicht ist da eine kleine Maus dabei, mit der ich spielen kann. Oh, die Mama Waldmaus versucht, die kleine Maus zu beruhigen. Warte doch erst mal ab. Du kannst später doch rausgehen und nachsehen. Plötzlich hört die kleine Waldmaus ein Auto vorfahren. Mama, Mama, darf ich raus? Ich glaube, das sind die neuen Nachbarn. Na, dann geh schon, sagt Mama Waldmaus. Die kleine Waldmaus springt die Treppen hinunter und steht am Gartenzaun. Ein großer Lieferwagen. Da sind sicher ganz viele Möbel und vielleicht auch Spielsachen drin, meint die kleine Waldmaus. Plötzlich steigt ein Papa-Maus aus. Und dann steigt eine Mama-Maus aus. Vom Rücksitz kraxelt eine kleine Maus aus dem Auto. Juhu, juhu, ruft das Waldmäuschen. Da ist eine kleine Maus dabei zum Spielen. Mama, Mama, darf ich mal rübergehen? Lass die Leute doch erst mal ankommen, sagt die Mama. Die haben doch jetzt genug zu tun. Ja, und ich kann vielleicht mit dem kleinen Waldmäuschen da drüben spielen. Okay, dann schau mal rüber, sagt Mama Maus. Die kleine Waldmaus geht zur Nachbarsfamilie. Hallo, ich bin's, die kleine Waldmaus. Oh, das ist aber schön, sagt Frau Maus. Da hast du ja gleich jemanden zum Spielen, Paul. Ach, das kleine Mäuschen heißt Paul. Das Waldmäuschen und Paul tollten im Garten umher, durch den Zaun durch, auf einem Ast hinauf. Es war ein Spaß, bis die Mama Waldmaus rief, Waldmäuschen, es wird Zeit für dich, es gibt Essen. Oh, schade. Paul, spielen wir morgen wieder? Ja, sehr gerne, sagte Paul. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch, rief das Waldmäuschen und verschwand hinter der Eingangstür.